Sukha Garbhasana, die einfache, sanfte Embryostellung oder einfach genannt die Stellung des Kindes. Vivian zeigt es, wie es geht. Ausgangsposition ist die Kniehaltung, Vajrasana. Von hier beuge dich nach vorne, gib die Stirn auf den Boden, lass die Schultern nach unten hängen, halte die Oberschenkel entspannt, halte die Oberarme entspannt und lass die Ellbogen bei leicht gebeugten Ellbogen locker zum Boden hingehen. Diese Stellung dehnt die Wirbelsäule, lässt alle Rückenmuskeln entspannen, entspannt auch den Kreuzbereich, dehnt den Gesäßbereich. Sukha Garbhasana ist eine schöne Gegenstellung zu Kopfstand Shirshasana und gehört auch in der Yoga-Vidya-Reihe als eine Gegenstellung zu den Rückbeugen Bhujangasana, Shalabhasana und Dhanurasana. Aus Garbhasana herauskommend kannst du auch Kamel machen, Ushtrasana oder auch die Hanuman-Stellung Anjaneyasana. Es gibt von Sukha Garbhasana sehr viele Variationen. Alle findest du auf wiki.yoga-vidya.de/garbhasana.